Weißt du was? Dir wird heute eine gute Sache passieren. Ein Ereignis wird in deinem Leben passieren, das sehr, sehr toll ist. Du musst nur aufmerksam sein, um sie zu sehen. Du musst die Augen offen halten, damit du sie nicht verpasst. Okay? Dies ist ein Ratschlag, den ich letztens gehört habe und ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ja, ich liebe ihn. Also, stell dir vor, dass dir jeden Tag etwas sehr, sehr Tolles passiert. Ja, du stehst auf und denkst dir, okay, ein neuer Tag. Schauen wir mal, wo ist diese tolle Sache? Wo ist diese tolle Sache, die mir heute passieren wird? Ja, mein tägliches Glück sozusagen. Ja, das glückliche Ereignis des Tages. Wo ist es? Wo ist es? Ja, was ist das glückliche Ereignis des Tages? Wenn du so jeden Tag den Tag beginnst, dann hast du automatisch einen viel, viel besseren Tag, ja, weil du die Augen offen hältst für das Gute im Leben. Ja. Du denkst viel positiver. Und ich denke, es ist auch wahr, ja. Ich meine, jedem von uns passiert jeden Tag auch etwas Gutes. Ja. Manchmal ignorieren wir es bloß oder manchmal denken wir, dass es vielleicht nicht gut genug ist oder wir ignorieren es oder wir kriegen gar nicht mit, dass es passiert ist oder wir denken zu negativ und deswegen merken wir es nicht. Aber wenn wir wirklich mit dieser inneren Einstellung den Tag beginnen, ja, und sagen, okay, mir wird heute eine gute Sache passieren, mindestens eine gute Sache, dann schaue ich viel positiver auf die Welt. Ja? Probiere das mal. Ja? Probiere das mal. Heute, morgen, jeden Tag. Sag dir am Morgen, okay, heute wird mir eine gute Sache passieren, ich muss nur aufmerksam sein. Und dann schaue jeden Tag, ja? Egal was du machst, okay, du gehst zur Arbeit, ja, du arbeitest oder gehst zur Uni, du lernst etwas, du sprichst mit Leuten, du machst dies, du machst jenes, ja, isst eine Mahlzeit, ja. Schau, okay, wo ist diese eine gute Sache? Wo ist die eine gute Sache, die mir heute passieren wird? Ja, und am Abend kannst du dann dir überlegen, okay, was war die gute Sache heute? Was ist mir heute Gutes passiert? Wenn du diese innere Einstellung hast, dann passieren dir auch viel mehr gute Dinge. Ja, du hast eine sehr positive Einstellung und du siehst auch mehr das Gute im Leben. Ja, und du wirst glücklicher. Genauso kannst du dir zum Beispiel auch überlegen, okay, ich werde heute einer Person helfen. Ja, eine Person braucht heute meine Hilfe. Wer ist das? Ja, wen kann ich heute helfen? Ja, das ist eine zweite Sache, die man im Kopf behalten kann. Ja. Eine gute Sache, eine Person, der man helfen kann. Ja, und dann wird dein Leben viel glücklicher, viel besser. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für dich. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schreibe doch mal in die Kommentare, was die gute Sache heute war oder gestern war. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!